Was? Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Wir wollen nicht lügen, wollen nicht schwindeln! Hören Sie den Beschuss nicht? Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Die nun selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst, dieses deutsche Volk, das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern, entvorführen durch eigene Arbeit. Ist der Russe schon so nah? Durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit. Dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auf Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!